Herzlich willkommen, liebe Zuschauende, liebe Kinder und Familien, zur großen, fröbelbunten Oper. Los geht's mit einem selbstgemachten Trickfilm mit dem Titel Elefantenoper in Anlehnung an das Katzenduett von Rossini. Ja, angeblich können einige Elefantenarten auch quietschen. Dies war eben der Beweis. Weiter geht es mit schwimmenden Tieren, großen Gefühlen und der Farbe Blau. Under the sea, the sea creatures are living their best life with their friends. Suddenly, a fisherman came and got some of them. The whale feels sad as his friends was gone. Brave enough and helping friends to be free. They thanked him and celebrated that they are back swimming. Free in the big ocean. Dieses Stück ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts zum Thema Regenbogenfarben und Gefühle. Und mitgemacht haben 5 weitere Kitas aus dem weltberühmten Ehrenfelder Dreieck. Als nächstes tauchen wir ein in die Farbe Grün mit einem fabelhaften Hörspiel. Viel Spaß! Es war
einmal ein grüner Frosch. Lebt in einer grünen Wiese. Der grüne Frosch wandelt sich unwohl auf der grünen Wiese. Er rufte seinem Freund ein grünes Krokodil. Sie wollten eine Abenteuerreise machen in Grünländern. In einem dieser Länder gingen sie in einen grünen Wald. Im Wald gibt es viele Bäume. Auf einmal haben die sich verlaufen. Plötzlich haben wir ein grünes Monster getroffen. Das Monster war sehr nett und freundlich. Es hat ihnen den Weg wieder gezeigt. Auf dem Weg zu wieder haben wir den Schatz gefunden. Im Schatz befanden sich grüne Diamanten. Die haben noch grüne Ketten im Schatz gefunden. Die haben noch eine grüne Pflanze gefunden. Die haben grüne Ohrringe gefunden. Und die haben grüne Armbänder gefunden. Vor Aufregung sind sie rückwärts gefallen. Von dem Baum sind grüne Äpfel auf den Kopf gefallen. Sie guckten sich an und lachten sich kaputt. Vor lauter Hunger haben die Äpfel gegessen. Sie haben den Schatz genommen und sie sind zurück zur Wiese gegangen. Oh, ich bin auch schon ganz grün vor Neid, dass ich nicht so ein lila lustiges Abenteuer erleben kann, wie die Tierkinder aus der Wolke 7. Denn die kommen als nächstes. Film ab! Es war einmal eine Handvoll verschiedener Tiere. Alle 5 Tiere besuchten eine andere Kita. Sie fühlten sich in ihrer Kita sehr wohl. Doch jedes Tier hatte ein anderes Gefühl. Das Einhorn. Der Flamingo. Ich bin fröhlich, weil ich einen wunderschönen Tag habe. Der Schmetterling. Ich bin traurig, weil ich nicht mitspielen darf. Wackel, wackel. Die Meerjungfrau. Ich bin glücklich, weil ich wunderschön bin. Der Fisch. Die Tiere sind so schnell groß geworden, dass leider die Kita-Zeit vorbei war. Aber alle Tiere waren sehr aufgeregt und freuten sich auf die Schule. Alle 4 Tiere standen ganz schüchtern auf dem Schulhof. Nur der Schmetterling flog freundlich über den Schulhof und traf auf die anderen Tiere. Ja! Ihnen fiel schnell auf, dass sie eins gemeinsam hatten. Und das war die Farbe. Alle 5 Tiere hatten die Farbe lila. Schöner Schwein. Sie kamen alle in eine Klasse und hatten eine wunderschöne Schulzeit. Viel auf einem Ort, fröhlich wie Flamingo. Wir sind so viel, das ist ja nicht so. Traurig wie der Schmetterling. Schön wie der Johann, schön wie der Flamingo. Vertrauen. La 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 la
La la la la la la la. Ach, was für ein schöner Ohrwurm. La 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 lade ich euch jetzt ein zum gelben Kuschelmonster. Es war einmal ein gelbes Kuschelmonster. Das saß auf einer Truhe und sagte, ja, ja, so ist es. Dann stand es auf, rannte in den Flur seines Hauses, zog sich die Schuhe an und ging los, um seinen Freund zu besuchen, ein anderes gelbes Kuschelmonster. Es kam an einer Ente vorbei, die sang ein lustiges Lied. Dann ging es weiter und stand vor dem Haus von seinem Freund. Das Kuschelmonster machte die Tür auf und sagte, hallo, mein Freund, kommst du mit mir spielen? Ja. In der schönen, warmen, gelben Sonne? Ja. Weil es geht auch um Abend. Sie gingen los und kamen zu einer Wiese mit vielen gelben Schmetterlingen. Dort legten sie sich ins Gras, kuschelten sich aneinander und schauten in die gelben Schmetterlinge hinein. Ich sehe auch schon gelbe Schmetterlinge. Seht ihr sie auch? Und hört ihr die Natur? Lasst uns jetzt in den Wald gehen und dort wundersame Musikabenteuer erleben. Wir sind Wunderkinder, wir sind Geräuschefinder. Orgel macht Musik, da machen wir doch mit. Wir gehen, wir bleiben niemals stehen. Wir laufen und rennen durch den Wald. Wir springen durch die Matsche, patsch, patsch, patsch. Wir singen mit der Patsche, platsch, platsch, platsch. Wir hüpfen, stapfen durch die Pfützen. Das Wasser soll aus den Pfützen spritzen. Wir singen durch die Matsche, patsch, patsch, patsch. Wir singen mit der Patsche, platsch, platsch, platsch. Wir sammeln, wir Stöcke groß und klein. Wir werfen sie ins Wasser, wo werden sie bald sein? Wir springen durch die Matsche, patsch, patsch, patsch. Wir singen mit der Patsche, platsch, platsch, platsch. Die Vögel singen, die uns leiden, die gerne wie. Eine richtig große Oper in 3 Akten ist im Kindergarten Sternschnuppe entstanden. Und daraus hören wir nun ein Lied. Zusammen haben wir viel Mut. Der ganze Wald, wie sieht er aus? Der Müll muss raus. Wir packen alle an, so geht es schnell voran. Zusammen sind wir gut. Zusammen haben wir viel Mut. Bevor der Vorhang nun fällt und die große, fröbelbunte Oper sich dem Ende neigt, wollen wir noch gemeinsam etwas singen. Und zwar ein Lied aus dem Ehrenfelder Dreieck. Singt alle mit? Seid ihr bereit? Ja! Okay, 1, 2, 3. Ein Gefühl, das kann ich gar nicht sehen. Doch wenn's eine Farbe hätte, würde ich es besser verstehen. Gefühle sind in jedem von uns drin, jedes ist wichtig, weil ich nun mal so bin. Lila, blau und grün, gelb und rot.